Ich wache manchmal auf und dann frage ich mich, warum bin ich eigentlich noch am Leben? Es ist, als würde ich nur darauf warten, dass das Unvermeidliche passiert. Die werden sie umbringen, Kate. Die sollen von mir aus kommen. Sie haben Coonan geschickt und er ist tot. Sie haben Lockwood geschickt und er ist tot. Und ich bin immer noch hier, Castle. Und ich bin bereit. Sie haben ein Deal für mich abgeschlossen, als wäre ich ein kleines Kind. Um mein Leben. Um meins. Das haben Sie nicht zu entscheiden. Ja, Sie haben recht, Kate. Es ist Ihr Leben. Sie können es wegwerfen, wenn Sie wollen, aber ich bleibe nicht, um dabei zuzusehen am Dach. Was ist das? Für mich. Oder sonst irgendjemand mir in die Quere kommt. Ich denke, Sie sind nicht in der Position zu drohen, Senator. Wissen Sie, Sie verstehen da etwas nicht. Es kommt nicht darauf an, wer die Waffe hat. Es kommt darauf an, wer die Macht hat. Denken Sie wirklich, dass Sie das sind? Meine Mutter ist ihretwegen in einer Gasse ermordet worden. Sie verblutete elendig nicht allein! In einem Haufen von Abfällen. Also jetzt kommen Sie mir nicht mit Ihren Wahlkampfreden von großartigen Leistungen. Vier Jahre lang war ich für Sie da. Vier Jahre lang habe ich darauf gewartet, dass Sie die Augen öffnen und sehen, ich bin für Sie da. We'll be right back.